So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Abend, SSYNICRKMS, ihr kennt doch den Rest. Also, hier kommt nochmal ein kleiner Happen für euch, das ist ein Ausschnitt aus meinem Twitch-Stream, habe ich mal Auge gemacht auf AT gegen Anno, geiles Zombie-Battle gewesen, seid mir nicht böse, dass momentan nicht so viel online gestellt wird, weil ich auf Twitch wirklich sehr, sehr viel Arbeit reinstecke. Zieht euch jetzt auf jeden Fall rein, wenn ihr noch nicht da sein solltet, kann man sich auch ohne Abo einfach reinziehen, ich meine, man kann da einfach draufgehen und sich die Sachen so for free anschauen. Ansonsten supportet weiterhin kräftig. Ich bedanke mich für jeden, der mir gerne Nachrichten schreibt und der das appreciated, was ich hier an Arbeit reinhaue. Und jetzt bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als bei dieser kleinen, also für mich sehr, sehr kurzen Folge, für andere, die müssen strecken. Genießt die Scheiße. Genießt die Scheiße. Gibt's in dem Battle irgendwelche Runden, die krass sind? Teufel, siehst aus wie Jesus, ich bin chemisch betäubt und okay, Davy Jones als Moderator. Ey, ist AT nicht der, der auch bei einem Video-Battle-Turnier mitgemacht hat? Ja, ne? Okay. AT. Yo, bin ein bisschen lauter. Yo. Ich hoffe, da sind auch Punchlines dabei, ne? JBB hat der mitgemacht, okay. Mutterficker, das ist AT, auf dem Splash, es wird blutig. Weil du kaum mehr als der Backup vom Zug fährt deiner Crew bist. Du forderst mich raus? Mutig. Frag ich in Krefeld, wer da der Coolste ist, sagen mir alle du nicht. Keine nice. Recherche, um die Footy zu zerstören, deine Battles fand ich wack. Deine Mucke will ich nicht hören, du bist das Schlusslicht deiner peinlichen Crew. Ich kenn euch schon seit Jahren und ein Beat-Producer rappt geiler als du. Das satanische Image hab ich von Anfang an nicht ernst genommen. Ihr seht so aus, wie allesamt zum Pfandsammeln aufs Splash gekommen. Noch nix gerissen außer Fake-Tracks. Du battles auf dem Splash und benimmst dich wie ein Main-Act. Mach mir keinen auf Evil. Stehst da wie ne Bratwurst. Nach dem Splash mach ich Methadon und du vielleicht ne Haarkur. Du willst sagen, euer Tape hat echt geburnt? Ich würde sagen, du gehst mal zum Friseur, ihr macht umgedrehte Kreuze. Ich battle ohne Rücken, ich dreh dich um und kann mit dir die Zeltplatzbühne wischen. Junge, was bist du so frech? Ich mach gleich auch ein umgedrehtes Kreuz, wenn ich den Nackenwirbel brech. Mach dich immer weg, du lebensverleugnendes, ekliges, räudiges, schäbiges Häufchen, elend, was beten zum Teufel. Siehst aus wie Jesus, ich bin chemisch betäubt und gib mir den Faust, dass du zum Beten in Zukunft deine Prothese bräuchtest. Junge. Nice, Alter. Crazy. Jetzt fühle ich mich fast so wie so ein Live-Reaction-YouTuber. Ich hab heute wieder Tubo gesehen. Der hat sich das Lied von Haftbefehl angehört und war so, wenn der Beat einsetzt, so. No. Aber das ist, ey, das ist nice. Kann mir die Zeltplatzbühne wischen, Junge, was bist du so frech? Ich mach gleich auch ein umgedrehtes Kreuz, wenn ich den Nackenwirbel brech. Mach dich immer weg, du lebensverleugnendes, ekliges, räudiges, schäbiges Häufchen, elend, was beten zum Teufel. Siehst aus wie Jesus, ich bin chemisch betäubt und gib mir den Faust, dass du zum Beten in Zukunft deine Prothese bräuchtest. Tja, geil, ey. Der Rap, der übertrieben, Alter. Ey, der Rap wutscht Bombe. Krass, ey. Feier ich. Ey, der, ohne Spaß, wäre geil, wenn der... Könnte der A Cappella auch? Schäb, ich betäubt. So eine Präse bräuchte ich. Das könnte ich niemals. Neuigkeiten. Ei. Anonym, Alter, mega sympath. A Cappella auch, Bombe. Hallo Splash, hallo AT, hallo Mace. Und hallo Big Big VBT 2011. Aber erstmal welcome back, denn du warst viel zu lange weg. Obwohl, nee, war schon korrekt, Splash. Da du und vier euch nicht in Grund und Boden schämt, bleibt mir ein Rätsel. Euer Tee klingt wie ein Best of JBB. Mit ständigem Bezug auf Rack und AJ. Junge, guck mal auf das Date und dann sag mir mal, wo du lebst. Du bist hängen geblieben. Ey, guck, ich kann es sehen. Glaube, dass du das mit dem retarded Swag noch nicht verstehst. Battle, Turniere, geh zurück an dein PC. Du denkst, du kannst bestehen, aber im Kreis bist du zerlegt. Denn es ist anonym. Gang Boss, mein einziger, ich mag keinen Kopf. Ich reiße dir ein Piercing aus der Fresse, wenn es leer droppt. Hey, Dicker, fick dich mit der Pen. Sonst schwingt dein Schrei nach Hilfe ziemlich schnell um in den Selbstmord. Du hattest Hype. Du hattest Klicks, hattest alles, was du willst, doch dann hast du dich gefickt. Haben kommt von Halte noch gecheckt, hast du das nicht? You got one chance to blow, but you missed. Keine Kapelle, okay. Ja, ja, Bulletproof und alles pharmazeutisch, aber guck mal auf die Uhr, Digga, es ist 2019. Scheiß doch mal auf Rap los, komm, geh such dir mal eine Freundin, aber sei mal nicht so wack, meine Tour schickt dich zum Teufel. Ja, okay, fand ich AT ein bisschen krasser auf jeden Fall. Anonym, bei AT hat das nicht so angestrengt gewirkt.
Aber ihr meint ja gerade schon, zweite Runde von 80 ist gut, oder was? Rewind. Ich würde mal gerne wissen, war einer von euch auf dem Splash da dabei? War einer von euch live da dabei? Wie war der Sound da? Alter, wer kommt denn bitte so zum Splash? Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, doch hier wird nicht headgebangt und wir spielen heute Abend nicht Motorhead. Ich bin sehr verwirrt, was das für ein Scheiß am Kopf ist. Das Einzige, was der frisiert, ist ein Kreidler-Moppet. Das ist Oxy-Junk gegen Zottelpunk, ein Part, nach dem du dich endlich erdrosseln kannst. Gern geschehen an dein Schädel, komm locker, sogar ich noch mit nem Dropkick ran. So Fokus, ich guck mir das Battle aus Ego-Shooter auf, Dicker. Von dem wirklich kein Song gehört, doch in der Schule warst du safe, immer der strange Typ mit böse Onkel-Shirt. Battle gegen 80, du fühlst dich nicht umsonst geehrt, was willst du mir erzählen? Du hast höchstens mal an der Bon geburnt und siehst mit deinem quadratischen Dickschädel aus, als könntest du mir paar sehr nützliche Haarpflegetipps geben oder Empfehlungen für zarte Gesichtscreme. Du bestellst am Bierzelt eine Clubmate zum hier trinken. Du bist im Penis mit dem Schwachsinn erzählen. Doch Papa Chris jubelt dir zu und ruft, yo, das ist mein Mädchen. Ich krieg dir den erzählen. Doch Papa Chris jubelt dir zu und ruft, yo, das ist mein Mädchen. Haarpflegetipps geben oder Empfehlungen für zarte Gesichtscreme. Du bestellst am Bierzelt eine Clubmate zum hier trinken. Du bist in Battles nur am Schwachsinn erzählen. Doch Papa Chris jubelt dir zu und ruft, yo, das ist mein Mädchen. Ich krieg dir die Kauleiste quer durch Krefeld, du Haufen Scheiße voll Epeln. Sie kaufen deine CDs nicht, in 1000 Jahren und 10 nicht. Und Digga, was für Age-Spritzen, ihr seid ein Haufen Emos. Ihr trefft euch höchstens zum Keksritzen. Battle mach ich nicht, bei dir hängt die Latte nicht wirklich hoch. Und das nicht nur, weil du ein Schlappschwanz bist. Nice, Alter. Nice, ey. Ich glaube, nach der Session zieh ich mir mal so einen Song von ihm rein. Es ist ein todesschmaler Grat, so eine Cynic-eske Laufstatur zu haben, wie 80 ist da gerade präsentiert, und trotzdem solche Bars zu kicken, nach dem Motto, ich trete hier, Dropkick hier, hast nicht gesehen. Aber der holt einen voll ab. Also Coolness-Faktor ist auf jeden Fall da. Nice, finde ich nice. Der Lärm für die zweite Runde von Anonym, die Böse! Freiheit 2. Aber der Beat ist echt böse, ne? Ich meine, ich könnte da nichts drauf machen, offensichtlich, aber der Beat ist böse, ey. Ich bretter deine Fresse weg auf Beat. Und du weißt nicht, wie dir geschieht. Ich komme rein mit deinem Speech. Du siehst aus nach Speed, aber nicht nach blauem Meth, Bitch. Wen juckt Realness, wenn's nicht real ist und die Realness auch noch wack ist? 88 auf Insta, krass, bist du ein Spassi. Ich vergewaltig deine Alte im Asylantenheim mit Nafris. Danach bist du wie Bambi, weil deine Nuttenmutter kalt ist. Und sie schreit deinen Namen, doch egal, ist 88. Drehst du um, ist immer noch 88. Und Ali gibt mir Clap, wenn ich der Schlampe an den Hals spring. Und was für Party, Drugs and Violence? Gibt's dann einmal Stress, suchst du als Erster schnell das Weite. Deine ganze Gang, übelste Blamage, wenn ihr was zu essen bestellt. Ey, einer sagt gerade, sorry für die Unterbrechung, einer sagt was ganz Reales gerade. Die Laufstatur ist das eine, aber ist auch immer die Frage, wie man sich damit hinstellt. Real Talk. Bo, bo, bo! Dann höchstens an der Tafel, denn du bist Girl, Girl, Girl. Violence, gibt's dann einmal Stress, suchst du als Erster schnell das Weite. Deine ganze Gang, übelste Blamage, wenn ihr was zu essen bestellt, dann höchstens an der Tafel. Denn du bist Girls, 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 bist ne dünne Fotze, schwör. Du bist dünner als Chris Kotzen, deine Gang, THZ, steht für trotzdem. Du machst doch Welle, doch auf einmal seid ihr trotzdem schwul. Du machst Welle, aber lässt mich nach nem Box in Ruhe und verlässt dann diese Cypher so wie Gott dich schuf. Nice. Mit dir breche ich kein Brot, nein, kein Oxycodon, weil hiernach wirst du tot sein. Sieh, wie ich Full Clip aus meiner Schrotsnipe, um deiner zu gedenken, raucht der Vieh auf dich nen Klostein. Ja, aber der hat ganz klar, der braucht so viel Anstrengung dafür. Ich meine, es ist auch hart gerappt so, aber es wirkt einfach angestrengter, ne? Es ist halt, das ist halt so die Masterclass auf jeden Fall, wenn du, keine Ahnung, wir müssen auf jeden Fall nochmal irgendwann, wenn ich hier mal so eine reine Ami-Folge mache, auch nochmal auf die Freestyles eingehen von Hot 97 oder so,
boah, wie heißt der jetzt noch gleich, Alter? Was Busta Rhymes macht, was, scheiße, jetzt komme ich auf den Namen. Wie heißt nochmal der von, der von den Roots mit dem Hut, der den übelsten Freestyle gemacht hat? Wie heißt der nochmal? Ich komme nicht drauf. Ne, Papoose, überragend auf jeden Fall. Lloyd Banks, nee, den meine ich nicht. Black Thought, genau. Black Thought auf jeden Fall, sein Freestyle, anormal. Boah, jetzt kommen mir wirklich die Namen nicht lassen. Ja, klar, die Black Thought, genau, ja, Mann, Alter. Die Dingsbums, Alter, die, aber von Lloyd Banks, der ist auch übertrieben. Deswegen, wenn wir mal eine Ami-Folge machen, dann ziehen wir uns das rein. Jetzt bleiben wir erstmal kurz hierbei. Fabulous, auch nice. Ein paar Leute meinten 80s, dritte ist auch nice. Sway in the Morning. Hä? Keine Ahnung, ich gebe jetzt klar, ich hatte jetzt einfach. Okay. Ich hab Sex mit 10 Girls im Loft. Du hast nen trapezförmigen Kopf. Davon abgesehen krieg ich von jedem hier die Props, während du dich freust, wenn dich hier überhaupt mal irgendwer erkennt. Ihr haltet euch für ehrfürchtige Diener des Gehörnten. Ihr seid nur ein paar merkwürdige Freaks aus seinem Dörfchen. Deine Gang macht keine Vollmondrituale. Ihr macht allerhöchstens donnerstags mal Horrorfilme ab. Satan persönlich empört sich darüber, was ihr in seinem 15 losen Dreck. Ihr seid keine Suicide Boys, nur weil Mofo in eure Kackbeats seine Ringtone-Effekt macht. Du bist so dumm, du denkst, Suicide ist eine Himmelsrichtung. Aber der Name passt zu euch, denn alle, die das hören, bringen sich um. Du seltsamer Kerl, lass mal dieses Trap-Gebrüll. Die Lücken in deinem Lebenslauf kannst du nicht mit Adlibs füllen. Dich hat deine Mama nie geliebt. Junge. Sagt mir, boah, sie wär- Was ist das für eine Line, Alter? Trap-Gebrüll. Die Lücken in deinem Lebenslauf kannst du nicht mit Adlibs füllen. Ey, das ist eine Todesline. Du seltsamer Kerl. Bar of the Event, Alter. Das Gebrüll in deinen Texten kannst du nicht mit Adlibs füllen. Nee, was war das nochmal? Die Texte in deinem Lebenslauf kannst du nicht mit Adlibs füllen. Du seltsamer Kerl, lass mal dieses Trap-Gebrüll. Die Lücken in deinem Lebenslauf kannst du nicht mit Adlibs füllen. Ich hab deine Mama nie geliebt. Und ich bin kein Rapper, ne? Wissen wir mittlerweile alle. Aber ich habe genug Rap gehört und ich habe genug Texte geschrieben, auch für andere und für mich. Und ich weiß, was Punchlines sind, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und das ist einfach ein Todesline. Und wenn du so eine Line selber schreibst und performst, dann bist du einfach auf einem Level, wo man sagt, Dicker, okay, lass uns reden, Alter. Ich höre dir gerne zu, ich hör mir deine Meinung gerne an. Krass. Ich will ihn nochmal hören. Seltsamer Kerl, lass mal dieses Trap-Gebrüll. Die Lücken in deinem Lebenslauf kannst du nicht mit Adlibs füllen. Dich hat deine Mama nie geliebt. Dann sagt mir, war sie während der gesamten Schwangerschaft aufs Beat. Tut mal nicht so, als ob irgendwer euch davon abhalten wird, euch die Kugel zu geben. Mein Mensch ist entweder ein Macher oder halt einer von denen, die nur drüber reden. Just saying, ich glaub, du hast weder Zelt noch Flows dabei. Ich trink deiner Mutter mit meinem Schwanz im Maul das Chokenball. Was für Satan, ihr Bitches, alles Promo-Moves. Ich leg deine Slut aufs Kreuz und das hat nix mit Religion zu tun, du schäbiger kleiner Punk. Du willst nen Vertrag mit dem Teufel, wünsch dir den am besten vom Weihnachtsmann. Ey, ohne Spaß. Ja, ja. Kann ich verstehen, Alter, die Runde ist ein Mord. Alter, Beat, Flow, Punchlines, was willst du ja noch mehr, Alter? Ich wünsche mir, würde mir als Zuschauer nur einfach noch mehr, noch einen geileren Sound wünschen. Kennt ihr wahrscheinlich von meinen Videos. Aber geil, Alter. Boah. Ach du Scheiße! Crazy, Alter. Wie gehört, heute ist ordentlich Feier in dem Match. Bin gespannt, was Anonym dagegen zu halten hat, Alter. Macht mal Lärm für die letzte Runde! Einfach nur für den Beat auch nochmal, Alter. Der Beat ist Killer. Ach, jeder hat in den dritten Runde seinen eigenen Beat, okay. Splash!
Nee, derselbe nochmal. Okay, geil. Jetzt wird gecreept. Ei, ei, ei. Ja, an der Stelle auf jeden Fall danke für den Vorschlag. Geil. Im Zeichen des Tieres, geleitet von Trieben, ich bete zum Teufel, verneigt mich der Ziege, versteinerte Miene, rau reif an den Klingen, die eisige Kälte durchstreift meine Mimik. Du bist nur einer von vielen, fragst dich, was geht hier ab, Mann, aber ich bin wie der Winter, der dich Junkie-Penner kalt macht. Rastas, ich mache mit dir, was der Bass macht, ich frage mich, was du dir anmachst, zu denken, dass du es geschafft hast. Ra. Bastard, mach mal nicht so auf, Alexander. Dein Flow, deine Texte so krampfhaft. Und die Doppelmoral ist ein Standard. Der sagt, wie viel er hat und nimmt doch labert, Mann. Und fragt mich nach dem Battle, ob er mit mir eine ballern kann. Okay, ich mach dich wie die letzte Nase lang. Props gehen raus an Kevin und dann liegt auf mir ein Tatverdacht. Ich mach dich heut nackter, als dein Gott dich schuf. Denn ohne Kleidung kann man durch deine blasse Haut hindurchsehen. Rich Wixer Style, ich spiele Golf bevor ich shoote. Dein Name 80, doch für dich brauch ich keine 8 Kugeln. Ra, gebe der Bitch meinen Dick, ja, ja, ja. Du willst nur sein, aber nicht wie dein Vater. Aber du bist ein Versager, Leben am Limit, doch Leben am Maßband. Gebe deiner Mutter meinen Pimmel in die Fresse. Ra, du kannst rappen, du kannst beide, kannst dich messen. Aber nicht, wenn du so wack bist, schwöre du und 4-2 verschwendete Talente. Ja, man sieht es hier, seid fake. Stellt dein Image in den Vordergrund und scheiß dann auf dich selbst. Denn dein Leben ist eine traumhafte Lüge. Für deine Arbeit, deine Fans und den Applaus auf der Bühne, Dicker. Nice, Alter. Ich schwöre, nice ist Battle, ey. Wenn die danach nicht noch irgendwie konsumiert haben, weiß ich auch nicht. Aber auch zu Recht. Keine macht den Drogen, aber wenn die schon dabei sind, sollen sie auch machen. Ey. Nice Ding, ey. Danke für den Vorschlag auf jeden Fall. Richtig geiles Ding, ey. Junge, Junge. Ich kann euch nicht hören, habt ihr ein Crazy Battle gesehen? Ja! Ich glaube, Davy ist eigentlich auch manchmal ein geilerer Host als Battle Rapper. Ey, nicht danke fürs Zeigen an mich, danke fürs Zeigen, dass die Leute das hier in den Chat geschrieben haben, auf jeden Fall. AT gegen Gary. Was ist das, Alter? Okay, ich gebe es jetzt einfach mal ein und ich habe keine Ahnung, was das werden soll. AT gegen Gary. Junge, Junge. Ist euer Ernst oder was? Ich soll jetzt hier ein JBB-Viertelfinale spielen. We'll be right back.